In diesem Video bin ich am Kanal unterwegs. Jeder kennt sie, Kanäle gibt es überall, verschiedene Kanäle. Und in diesem Video will ich dir zeigen, wie ich einen Kanal lese. Die Zander sind auch verteilt im Kanal. Die bündeln sich ja nicht an diesen bestimmten Strukturen, die man eigentlich vom klassischen Kanalangeln kennt. Manchmal braucht man gar nicht weit werfen, ne? Das gibt vor allem auch Selbstvertrauen. Brauchst du auch alles, wenn du durch so einen schnöden Kanal angelst, ne? Den Glauben daran, dass das Gutes, was du machst. Ist das warm jetzt auf einmal? Oh, ja, besserer. Ja! Ich habe verschiedene Kanäle regelmäßig befischt. Auch hier auf dem Kanal haben wir Kanalvideos gemacht. Und ich weiß noch, wo ich am Havelkanal geangelt habe. Das war mal so in der kalten Jahreszeit. Da haben wir mit Dropshot gearbeitet. Ne? Flacher Kanal. Da muss man auch wissen, was man zu welcher Zeit macht und Sinn macht. Das war schön. Am Oder-Spree-Kanal war ich auch schon unterwegs, ne? Habe mich da mal durchgebissen und dann war es auf das Angeln, auf den einen Biss pro Angelnachmittag. Ne? Das habe ich auch durchgezogen und mich über einen schönen Fisch freuen können. Und auch besonders schön war der Mittellandkanal, dass ich mich auch dort den verschiedenen Strukturen bedienen konnte, mich da durchgeangelt habe, eine Strecke, die ich vorher noch nicht geangelt habe und auch da wirklich einen schönen Zander da gekriegt habe und auch diesen einen großen Barsch da noch. Also man sieht, wenn man sich ranklemmt, kann man an jedem Kanal Erfolge haben, ne, wenn man weiß, was man macht. Und hier ist wieder eine Besonderheit, die Unterschiede der Schüttungen, die ich jetzt hier vorstellen will, wie ich die angel und wo ich wann die Zander erwarten kann. Herrlich. Als erstes schaue ich mir die Trübung an. Ne, Trübung ist immer ein Gradmesser, welche Zeiten, welche Plätze, ne, sinnvoller sind als andere Zeiten und Plätze. Das ist schon mal Fakt. Und dann kommt gleich das nächste Thema. Struktur. Was ich schon mal im Zusammenhang mit Kanalangeln gesagt habe, ist, Kanal ist lang und weilig. Das ist hier jetzt nicht so der Fall oder generell an Kanälen, weil du immer irgendwelche Strukturen hast, die du auf den ersten Blick nicht siehst. Die musst du dir mit dem Köder ertasten und herausangeln. Die Dauer der Absinkphasen zeigt dir das Profil der Schüttung. Denn auch wenn ein Kanal immer gleich aussieht, hast du, gerade was Steinschüttungsstrecken betrifft, unterschiedliche Packungen. Es gibt Packungen, die gehen steiler rein, es gibt Packungen, die gehen flacher rein. Also der Packungsfuß zum Kanalbett ist entweder näher dran oder weiter draußen. Und das hat maßgeblich was damit zu tun, welche Strukturen zu welchen Zeiten sinnvoller sind und von den Zandern aufgesucht werden. Sind es Standplätze oder Zugplätze? Und du kannst mit deinem Bleikopf durch die Absinkphasen, durch den Anstieg, wenn du auf die Schüttung drauf angelst, genau herausfinden, wie die Schüttung beschaffen ist. Schiffung, ne? Lustiger Versprecher, aber den nehme ich gleich mal mit, weil Schiffe spielen auch eine Rolle. Die verscheuchen die Zander gar nicht, ne? Sondern ein Schiff, den Sog, den das Schiff macht und auch danach das Wasser wieder zurückschiebt, also diese kurze Strömung, die einsetzt, macht den Spot wach. Das ist ganz oft so, dass die Zander auch in dem Moment getriggert sind, dass sie jetzt einfacher Beute machen können, weil die kleinen Fischchen so ein bisschen aus den Steinen gezogen werden. Und das ist wie manchmal eine Initialzündung, dass auf einmal eine Stelle, die du schon abgeangelt hast oder geglaubt hast, abgeangelt zu haben, auf einmal Bisse produziert. Jetzt regnet's. Oh. Gerade noch so schön sonnig, ey. Mega. Ein Bärschinger. Eine schöne Überraschung. Den nehmen wir doch gerne mit, so einen dicken Barsch. Das ist ein sogenannter PB, ein Packungsbarsch. Und ich gehe mal hier auch weg, was ich gerne mache, von diesen klassischen Kanalstellen wie Brücken, Übergänge, Schleusen. Sondern angel wirklich die schnöde Packung durch und mach da Strecke. Die Zander sind auch verteilt im Kanal, die bündeln sich ja nicht an diesen bestimmten Strukturen, die man eigentlich vom klassischen Kanalangeln kennt. Das ist immer nur der erste Anhaltspunkt, den du dir halt nimmst, ne? Wenn du sowas erforschen willst, eine Brücke und einen Übergang und alles. Aber vor allen Dingen auch bessere Zander, aber nicht nur die, sind auch komplett verteilt über den Kanal. Und manchmal hat die Schüttung bestimmte Strukturen, die du nicht sehen kannst, die du aber ertasten kannst mit dem Köder, wo sich dann Fische aufhalten. Wenn du sowas findest, hast du einen genialen Spot entdeckt.
den auch nur du kennst, weil du dir den erarbeitet hast zum Beispiel. Und ich mache genau jetzt sowas. Ich mache durch die schnöde Packung einfach durch. Da habe ich doch schon einen. Ein kleiner, aber Zander ist Zander. Ne? Herrlich. Muss ich erstmal rausholen. Hauptsache gestreift und gestachelt. Zielfisch eingenetzt. Und das auf der blanken Packung. Ne? Ein Zanderchen. Ich freue mich ja über jeden Zander, weil jeder überlistet werden muss. Nur weil der klein ist, springt er nicht schneller an den Haken. Aber über größere freue ich mich natürlich mehr. Schwupp. Nice, das war schon mal schön. Das gibt vor allem auch Selbstvertrauen, dass Fisch da ist, dass sie vielleicht auch gut drauf sind heute und sowas. Ja. Brauchst du auch alles, wenn du durch so einen schnöden Kanal angelst. Ne? Den Glauben daran, dass das gut ist, was du machst. Und dass es eben auch manchmal, dass es mal kürzer, mal schneller geht wie jetzt, aber auch mal länger dauern kann. Die Absinkphasen, die zeigen dir eigentlich den Packungsverlauf. Wenn du genau darauf achtest, hast du, wenn du draußen bist zum Kanalbett, so gleich lange Absinkphasen. Und dann werden sie irgendwann kürzer mit einem Schlag. Dann steigt die Schüttung an. Dann bist du über den Packungsfuß drüber hinaus. Hier am Nordostseekanal ist es so, dass jede Packung anders ist. Es gibt Packungen, die gehen steiler rein und schneller auf tiefes Wasser. Und welche, die haben draußen auf Distanz, so quasi auf der dreiviertelsten Wurfbahn schon den Anstieg. Und das musst du registrieren. Dann weißt du, da ist die Struktur. Dann angelst du ein Stück hin und dann geht es nochmal hoch. Das heißt, hier gibt es Schüttungen mit so einer Art Packungsterrasse. Und je nach Trübung und Jahreszeit sind unterschiedliche Schüttungen interessanter für Zander. Und das ist so voller Struktur, die man sonst gar nicht so auf den ersten Blick erkennt, weil das alles langweilig und gleich aussieht. Aber jetzt hier steigt es an, wird die ganz kurz die Absinkphase, weil es steil hoch geht. Dann habe ich die Rute ein Stück höher, ne? Starte ein bisschen heftiger an, um trotzdem noch den Köder hochzukriegen. Ne? Und da merkst du das einfach. Ne? Und die ist so unterschiedlich, die Schüttung auf jedem Abschnitt, dass alleine das zu entdecken und rauszuangeln und rauszuarbeiten, welche Strecke wann geht, den Kanal so interessant macht, wie vielleicht manche gar nicht glauben. Beim Bergaufangeln an der Kante ist es manchmal richtig gut, den leicht anzuschicken. Dann startet der ein kleines bisschen steiler weg und du hast ein bisschen längere Absinkphase. Und wieder ein kleiner Rotzlöffel. Das ist ganz oft so in den Schifffahrtskanälen, dass es viele kleinere Zander gibt. Und was ist da der Hintergrund? Hintergrund ist oft da, wo der Zander viel Brut aufbringt, dass sich der Bestand so im Mittelbau ein bisschen verjüngt. Das heißt, dass es, der Durchschnittszander recht klein ist und große selten. Das ist auch hier nicht anders, obwohl der Durchschnitt hier schon eigentlich ein bisschen besser ist. Das sind so 50er, 55er Fische, ab und zu mal ein 60er. Aber ich habe auch hier, wo es eigentlich durchschnittlich nur mittlere Zander, kleinere gibt, schon mal einen richtig großen gefangen. Hier am Nordostseekanal mein PB 96 cm, also für den Kanal, der PB. Was auch zeigt, dass es diese großen Drachen vereinzelt gibt. Und die Szene zeige ich euch nochmal hier. Großer Fisch, großer Zander. Ganz großer. Oh, das ist ein Brett. Beim Schiff ist aber scheiße. Boah, das ist ein Brett. Boah, Alter, was für ein Schwoll. Schön. 90er. Alter. Oh, Alter. 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 Mann, ist das ein... Wahnsinn! Was ist das denn für ein geiler Fisch? Habt ihr den Drill gesehen? Ach,
Na, ah, diese kleinen Zander, ne? Und diese Anfasser, ne? Klassiker. Batsch. Aber der ist ja schon mittlerweile so zerkratzt, wenn man gerade bei den kleinen Zandern, der war neu. Hänger hatte ich noch keinen jetzt gehabt, aber der Köder ist jetzt durch die vielen Zanderkontakte beerdigt. Ist doch auch was Schönes. Je nach Trübung angel ich gern hellere Dekore. Aber auch die dunklen gehen manchmal richtig gut. Was ist denn hier wettermäßig los heute, ey? Erst bist du dick eingepackt, weil es kalt ist, dann ballert die Sonne, ziehst dich aus, jetzt kommt hier alles dunkel rübergezogen. Dass es gleich nochmal Regen gibt vielleicht, ey, so richtig wechselhaftes Wetter. Ja, mögen Zander eigentlich meistens nicht, sind sie inaktiver. Musst du halt ein bisschen mehr Ausdauer mitbringen, da kommen kürzere Beißphasen auf jeden Fall. Ja, besserer. Ja! Schöner Zander. Für einen Kanal ist das so ein Gardemaß. Da ist er. Schön. Schönes Gardemaß für einen Kanal. Küchengröße auch noch und hat auf voller Distanz gebissen, weil die Packung hier flacher reingeht. Und mein letzter Tipp für Steinpackungsangeln, hier habe ich jetzt eine steile Schüttung, ist schräglang angeln. So läuft der Köder nämlich länger über den interessanten Bereich drüber, als wenn du jetzt nur gerade rauswirfst und der immer steil zur Kante hochstartet und dann mit einem Schlag, nur mit einem Sprung über den interessanten Bereich, Packungsfuß zum Beispiel, drüber geht. Schräg anschneiden die Packung, hat hier und da auch schon ganz oft Fisch gebracht. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachmachen, check das mal aus. Erforsch mal ein bisschen die Kanäle, die haben mehr zu bieten manchmal, als man vielleicht denkt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben wieder hier für die Umsetzung. Wenn es nicht klappen sollte und überhaupt nicht hinhauen sollte, melde dich ruhig bei mir. Alles unten drunter verlinkt unter dem Video. Und in dem Sinne angle ich jetzt noch schön weiter hier auf den einen oder anderen Zander, der da noch kommt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.